steken. Zo, die kaas krijgt. Nu zijn we die show. We zijn in 2 en in de 3. Al dat erop doen. Der Preis je nachdem ist unversteuert, so um die 60 Rappen. Wir Modellflüger müssen natürlich Steuern zahlen. Wir kommen da über 2 Franken, 2 Franken 50, was wir pro Liter Kerosin zahlen müssen. 100 Franken pro Flug. Und das lohnt sich durchaus, weil Sie denken, so ein Modell, das jetzt hier fliegt, hat doch einen Wert von irgendwo 10.000 bis 20.000 Franken. Senkrecht oben runter, 3/4 ausgeholt und von mir weg abgeflogen. Das ist meine Grundlinie, achten Sie auf die. Die kommt immer wieder vor in meinem Flug. Ich fliege jetzt 45 Grad oben runter, dann ein Snap nach links, hopp, und ein Snap nach rechts, hopp. Und wieder der Ausflug, wieder auf dieser Grundlinie. Wir gehen jetzt darauf in den Looping. Im Scheitelpunkt von dem Looping werden wir 2 Snaps fliegen, eine rechts, eine links und wieder oben abgeschossen, wieder auf die vorher angegebene Grundlinie. Und dann kommen wir parallel zur Piste im Rumgeherrier. So sehen Sie, ist das Modell hoch angestellt. Die Hälfte vom Auftrieb bietet den Motor, der raufschaut, und die andere Hälfte von der Fläche, die wie ein Drache durch die Luft gezogen wird. Jetzt klären wir die ganze Geschichte. Fliegen Geherrier im Normalflug. Ich komme jetzt ganz leicht gegen mich näher und fliege dann einen Kreis auswärts. Jetzt gehen wir da raus. Dann kommen wir noch ein bisschen näher und werden dann bei den Grasnarben etwas ganz ruhig zu behalten, um den Einklang zu finden. Anfangen. Ja, weil ich glaube gar nicht so schlecht bin. Jetzt ist es mir doch aufgefallen. Jetzt haben wir ihn wieder. Und gehen in ein Flachtrotteln über. Fliegen Sie jetzt zur Figur aus, kommen jetzt in einen Messerflug von uns durch. Jetzt ist schon die Leistung relativ stark reduziert, fliege jetzt einen halben Kreis und komme jetzt die Oberseite zeigen von meinem Modell im Messerflug. Schön. Ich steige jetzt nochmal in die Richtung, das Daumen nur so vom Himmel oben runter und mit dem Sitter oder dem Hörer probiere ich immer optimal zu steuern. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfigur. Jetzt fliege ich Figur Bergspitze. Und zwar sieht die so aus, komme jetzt auf die Grundlinie rein, dann ziehe ich hart auf, zack, und einen Turn. Geht auf den Rücken, ziehe ich wieder hart auf, geht wieder auf und wieder eine Bergspitze. Wieder unten raus, nochmal ein Röllchen und wieder ein Berg. So, das wäre fliegen dann eine halbe Rolle. Stoßen unten durch, das ist der Unterteil vom Hut. Wir gehen wieder drauf, fliegen wieder eine halbe Rolle
und Ausleitung wieder etwa auf der Höhe, die wir begonnen haben. Ich probiere jetzt noch einen sogenannten Pop-Top. Klingt mir auch nicht immer gleich gut. Dann kommen wir unten rauf und hopp. Hier ist mir gar nicht so schlecht gelungen. Die nächste und letzte Figur wird sein ein Lampenkowak. Das ist ein Crankshaft oder auf Deutsch sagt man dem Kurbelwelle. Kommen wir jetzt trainieren und dann probieren so Überschläge zu fliegen. Hopp. Gar nicht so schlecht gewesen. Das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt noch auf Höhe. Shark, sharky, I am sharky, the little crocodile.